Habe ich mir noch nicht reingezogen, machen wir jetzt aber mal, komm. Ich habe schon als kleines Mädchen davon geträumt, mein eigenes Spiel zu entwickeln und es mit meinen Freunden zu teilen. Wer hätte denn keine Lust... Perfektes kleines Mädchen, oder wahrscheinlich Tobi? ...Lust darauf, seine eigene Welt zu kreieren und tausende Leute damit zu begeistern. Diese Woche versuche ich, meine eigene App ohne Programmierkenntnisse in die App-Stores zu bringen und damit Geld zu verdienen. Okay, ich bin gespannt. Ich rede gar nicht lange um den heißen Brei herum. Wir brauchen einen Namen, wir brauchen Grafik, wir brauchen Animation. Ich muss programmieren, es hat schon was ich nicht kann. Sehr, wir sehr müssen eigene Sounds aufnehmen, wir brauchen einen Soundtrack, wir brauchen Inhalte und Strategien darüber, wie wir Leute dazu kriegen, In-App-Käufe zu tätigen. Wir wollen ja auch wissen, wie viel Geld man mit so einer App verdienen kann. Und dafür brauchen wir erstmal eine Idee. Dieses Video wird unterstützt von meinem eigenen Schnittkurs, mit dem jeder in wenigen Stunden alles lernt, was man braucht für YouTube, Urlaubs- und Musikvideos. Link in der Beschreibung. Okay, was mache ich? Ich hätte Bock auf was Nostalgisches. Ja, sowas. Ich finde genau sowas halt richtig viel Charme. Das Licht ist alles einfach echt richtig geil. Ist aber halt super, super aufwendig, ne, sowas zu machen. Ich hätte Bock auf Dinos, aber wie bringt man Dinos? Glaube ich, dass Spiel? Das halt viel zu aufwendig okay, ist, wa? Ich hab's. Wir kombinieren einfach was Geiles. Also, wenn man halt mal überlegt, Games, so wie viel. Super Mario World, absoluter Klassiker. Jetpack Joyride, richtig cooles Spiel, bei dem man einfach endlos Münzen einsammelt und Hindernisse. Digga, Jetpack Joyride war so ein geisteskranker Erfolg, Mann. Ausweicht. Und RPG-Elementen, wie aus WoW, wo man so coole Fähigkeiten hat wie ein Feuerball und ein Eisblitz. Elementen. Genau, Thomas. Wenn Dinos drin sind, ist man selber dann wahrscheinlich ein Höhlenmensch und kämpft dann gegen diese Dinos. Klingt eigentlich ganz cool, also ich hätte Lust drauf. Das Grundkonzept steht. Jetzt geht es an die Umsetzung. Ich mache mir eine Liste mit allen Objekten, die ich brauche und fange an mit den Grafiken. Im Vordergrund stehen die Dinos. Damit ich die Proportionen richtig bekomme, packe ich eine grobe Vorlage in den Hintergrund und zeichne darauf los. Mhm, okay. Der ist sieht schon ganz süß aus. Der ist schon sieht cool aus. Süß, oder? Nice geworden, Digga. Man muss halt nur wissen, wie es geht, ne? Ein Stegosaurus und der zweite wird ein Triceratops. Ich gehe in diesem Pixel-Art echt auf. Gerade dadurch, dass man durch die wenigen Pixel limitiert sehr, sehr ist, geil. Muss die Kreativität deutlich gesteigert werden. Fühle ich auch voll, fühle ich sehr. Ähnlich wie bei Minecraft mit den Blöcken. Also um ehrlich zu sein, bin ich echt stolz drauf. Ich finde es richtig hübsch geworden. Ich glaube, ich teile jetzt gleich mal einen Ausschnitt davon mit euch, um zu sehen, was ihr davon denkt. Wenn ihr auch schon gerne einige Tage vor den Videos mehr von hinter den Kulissen erfahren wollt, dann folgt mir da gerne. In meinen Insta-Stories teile ich aktuell übrigens auch richtig viel von der neuen Wohnung. Aber ja, ich bin echt happy. Ich dachte nicht, dass ich schon so schnell eine richtig coole Idee für ein Game haben, wie ich finde. Ich glaube, das wird ein geiles Ding. Die Entwicklung der App zieht mich in den Bann, wie seit mehreren Monaten nichts mehr. Wir haben noch sehr viel zu tun. Dutzende Pixel... Das würde ich auch, glaube ich, richtig, richtig gerne machen, sowas, ne? Das würde ich auch sau gerne machen, sowas zu animieren. Grafiken zeichnen, das Spiel programmieren... Programmieren kann ich ja gar nicht, ne? Also habe ich in der Schule mal richtig fett reingeschissen, wa? Sounds und Musik erstellen, all das ist für mich neu und motiviert mich. WTF, ich habe jetzt diese Felsen, ich habe jetzt diesen schönen Himmel als Hintergrund, diese Wolken. Auf diesen Felsen ist so ein saftig grünes Gras, das den Ganzen einfach eine fröhliche Stimmung verleiht. Alles ist so grob schattiert, das hat echt ewig gedauert, bis es einigermaßen still. Der Baum ist halt ziemlich kahl, war Thomas, also da könnt ein bisschen weiter an Blättern ran. Getreu war, aber es ist schon wirklich wichtig, damit da ein bisschen Struktur drin ist. 5 Uhr morgens ist es jetzt. Es fällt mir echt schwer. Ich hätte noch richtig Bock weiterzumachen, aber es ist, glaube ich, jetzt das Beste. Es ist, glaube ich, jetzt mal das Beste, einmal ins Bett zu gehen. Nachts kann ich nicht einschlafen. Beim Essen bin ich unkonzentriert. Dieses Projekt hat... Mensch, du bist beim Essen unkonzentriert, willst dir so einen Löffel in den Mund stecken, Digga, und schmeißt es einfach in die Decke, Alter, und niemand stirbt. Ja. Mich komplett im Griff und hat mich ohne Übertreibungen süchtig gemacht. Aber diese Sucht hilft mir hoffentlich dabei, in dieser Woche was Heftiges auf die Beine zu stellen. Sau unnötige Sucht, eine sau unnötige Sucht. Ganz ehrlich, es gibt so viele sinnvolle Suchten. Zigaretten, Casino, Heroin und der wird süchtig nach App programmieren. Dumm, Alter, dumm. So sieht also in der heutigen Zeit, wer jetzt noch Apps benutzt, der ist lost. Übrigens unsere Spieler aus. Ich animiere jetzt gerade schon unseren ersten Dino. Oh, der ist süß, Digga. Das Animieren war am Anfang ein bisschen komisch, aber nach 2, 3 Tutorials habe ich den Dreh auch rausgehabt, weil im Grunde ist es eigentlich das Gleiche wie mit anderen Programmen, die ich ja schon kenne, wie zum Beispiel After Effects. Ich habe komplettes Babyface ohne Bart, Leute. Ich fühle mich auch richtig unwohl, Mann. Ich werde von allen Leuten immer nur noch gemobbt, Mann. Ich muss auf jeden Fall den Bart zurückholen, ganz wichtig. Ey, das ist so süß. Ich kann es nicht beschreiben, aber ich hauche dem Ding hier gerade Leben ein. Es fühlt sich so erfüllend an. Ist krass, wie gut Thomas in sowas ist, ne, Alter? Also damals in Videoschneiden und Arbeiten war er nicht so gut.
Joke. Das stimmt, Pinocchio und sein Vater schnitzt ja diese Holzpuppe und dann... Bro, jetzt übertreibt man nicht, Alter, du bist nicht Gott. Er weckt sie zum Leben und genauso fühle ich mich gerade, wenn ich in meiner kleinen Welt Leben einhauche. Ich hoffe einfach, ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen und halte mich jetzt nicht für komplett verrückt. Als Name für die App habe ich mir nach langem Überlegen Dinoscape ausgesucht und dieses kleine Logo gebastelt. Mit einigen Tutorials bringe ich mir die absoluten Grundlagen des Programmierens mit C# in Unity bei. Unity ist übrigens das Programm, mit dem ich hier arbeite. Immer wenn ich etwas Neues lerne, gehe ich ähnlich vor. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Spielfigur gezeichnet und will, dass sie sich auf Knopfdruck bewegt. Da ich keinen Plan habe, wie das geht, suche ich Unity Player Movement auf YouTube und schaue mir dazu ein Video an. Dieses Video hilft mir dann genau das zu machen. Geil, Alter. Das ist halt so nice, dass man im Internet mittlerweile alles lernen kann, ne? Und ich setze es in die Tat um und das Wissen wird verinnerlicht. Schnell komme ich danach natürlich wieder an einen Punkt, wo ich nicht mehr weiter weiß. Und ich suche nach dem nächsten Online-Kurs, der mir weiterhilft und schon ein winziges Stück anspruchsvoller ist. Auf diese Art und Weise entwickle ich nach und nach in vielen verschiedenen kleinen Punkten Wissen und Fähigkeiten, welche sich dann miteinander vernetzen und zumindest halbwegs flächendeckend werden. Er bewegt sich. Es lebt. Er sieht echt dämlich aus. Aber ich klicke auf eine Taste und der Bruder bewegt sich einfach. Das ist wild. Aber das Ding ist halt jetzt noch Schaden und sowas und dieser ganze Kram. Das ist halt wirklich super, super, super anstrengend, ne? Das ist zu wild. Ganz kurzer Real Talk. Das, was ich hier mache, ist mega umfangreich und ich finde jede einzelne Facette übertrieben spannend und erfüllend. Und das Video könnte leicht über eine Stunde gehen. Ich habe vor kurzem mit dem Streamer auf Twitch angefangen und werde da auch mal meine Videos ausführlicher begleiten deswegen. Natürlich. Nach diesem Video werde ich da auch live an... Komplette Workaholic. Thomas, nimm dir mal eine Pause, du stirbst sonst. Du arbeitest ja noch mehr als bei mir, Bruder. ...diese App noch weiterentwickeln. Also folgt mir gerne auf Twitch, Link in der Beschreibung. Heute um 20 Uhr wird live weitergemacht und ihr könnt mitentscheiden. Aber dieses Video ist nicht so ausführlich, das soll kurz und prägnant sein. In diesem Sinne, let's fucking go. Das ist halt schon krass, ne? Bruder, Alter, wirklich. Das ist einfach Next Level Autismus. Aber das ist halt geil. Also Thomas hat natürlich animationsmäßig auf jeden Fall Vorkenntnis und sowas, aber programmiert seitens gar nicht. Und das ist halt schon wild, wenn man sich überlegt, dass man sich sowas innerhalb von einer Woche beibringen kann, ne? Boah, wir haben viel geschafft. Langsam wird es hier richtig spannend. Der Fortschritt war allerdings an den ersten beiden Tagen viel krasser als jetzt an Tag 3. Die Veränderungen im Vordergrund, die sieht man eben ganz deutlich, aber diese ganzen Sachen im Hintergrund, die es eben braucht, bis so eine App flüssig läuft, die sieht man eben nicht so, aber die dauert ewig. Okay, was ist neu? Der Spieler kann sich jetzt bewegen, springen. Das Spiel gibt es schon. Perfekt, Thomas. Und ducken. Und das hat einfach echt Stunden gedauert, bis es jetzt genauso läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann verfolgt die Kamera jetzt den Spieler. Dann habe ich ursprünglich auch normale Bilder benutzt als Plattform, auf denen man rumspringen kann. Bin aber jetzt auf eine sogenannte Tile-Palette umgestiegen. Diese Bausteine, die ich hier gepixelt habe, kann man jetzt in sämtlichen Richtungen zusammenstöpseln, womit ich Welten um Welten leichter erstellen kann, als wenn ich die einfach jedes Mal neu zeichne. Ist ja klar. Mega viele Bugfixes, wie zum Beispiel, dass hier der Spieler nicht mehr an der Kante feststecken bleibt. Und das Krasseste ist eigentlich, und das war das Komplizierteste, diese Random Endless World Generation. Das ist so eine Procedural Map Generation jetzt eigentlich, also die wird immer weiter generiert. Unendlich ist die Map jetzt. Das finde ich richtig geil. Ich habe das zum Teil von einem Tutorial übernommen und verstehe deswegen auch nur die Sachen, die ich auch wirklich wissen muss und auch abändern muss. Aber es macht endlich das, was ich möchte und das reicht mir auf jeden Fall. Einfach auf abgeschrieben mäßig. Imagine, du machst eine Mio mit einer App und hast gar keine Ahnung, wie die funktioniert. Wir stehen vor einem fundamentalen Problem und zwar meinte die Sophie, dass niemand Lust und Spaß dabei haben wird, diese cuten Dinos kaputt zu machen. Und da hat sie komplett recht. Niemand will diese Dinos kaputt hauen. Und da brauchen wir ein komplett neues Spielkonzept. Stimmt schon. Man muss die Dinos jetzt ficken, Alter. Das ist es nämlich. Man muss mit den Dinos einfach ficken. Ich hätte schon fast die süßen Dinos aus dem Spiel gestrichen und sie durch böse ersetzt. Aber dann durch einen Zufall... Okay, was mache ich als Hero? Vielen Dank für den Raid, Bro. Ein Komet? Kometen, die man aufsammelt und dann von 10 Stück kann man sich irgendwie coole Items kaufen.
Auto. Warte, ein Komet ist die perfekte Bedrohung. Dinos werden von Kometen bedroht. Okay. Digga, was? Geht jetzt gerade bei ihm ab, Alter? In der man verbrennen kann. Erdbeben wären cool. Digga, also irgendwas stimmt mit Thomas Gehirn wirklich nicht, Mann. Man kann verschiedene Dinos sammeln, wir haben ja schon zwei gemacht. Und wenn man die nicht als Gegner hat, dann kann man eben auf den reiten und rumhüpfen. Und die haben dann alle verschiedene Eigenschaften. Das schreibt sich gerade von selbst. Beflügelt von diesem Gedankensprung schreibe ich das Rezept auf. Und es liest sich wie folgt. Der Spieler ist ein zeitreisender Höhlenmensch, der die Dinosaurier vom Aussterben retten will. Zusammen mit seinem Reizdino versucht er, vor Meteoriten, Lava und tiefen Abgründen zu entkommen. Dabei sammelt er Dino-Eier, um sich neue, niedliche Dinos mit anderen Eigenschaften freizuschalten. Bis er auch den seltensten Dino gesammelt und ihn trainiert hat, der Vernichtung zu entkommen. Durch das Einsammeln seltener Kristalle kann er schicke Accessoires oder starke Rüstung für sich und seine Dinosaurier kaufen. Okay, als In-App-Käufe gibt es zum Beispiel coole Skins für die Dinos, die man... In-App-Käufe sind ja ganz wichtig. Also ohne In-App-Käufe lohnt sich sowas gar nicht. Mich würde einfach mal interessieren, wie viel Ritalin Thomas dafür genommen hat, um das innerhalb von einer Woche fertig zu machen. Freischalten kann, aber keinen Spielvorteil bringen, damit es fair für alle bleibt. Zusätzlich hat der Spieler die Möglichkeit... Wer ist dieser Junge? ...durch das Ansehen von kurzen... Ich zock das irgendwann mal, safe. ...Werbeclips ein extra Leben freizuschalten und seine Kristalle zu vermehren. Also ich finde, das Konzept ist wirklich der Hammer und ich finde auch, die Monetarisierung ist fair und keiner wird irgendwie dazu gezwungen, irgendwelchen Scheiß zu kaufen, wie das in anderen Apps ja oft der Fall ist. Aber wir haben trotzdem die Möglichkeit herauszufinden, wie... Ich habe überlegt, Leute, einfach eine App zu machen. Ich habe zuerst überlegt, das als OnlyFans-Account zu machen. Aber dann habe ich mir überlegt, wie geil wäre es, nicht einen OnlyFans-Account dafür zu machen, sondern einfach eine App dafür zu haben. Und zwar bezahlt man einfach für Daily Picks von meiner Scheiße. Also ich würde kacken, das in die App hochladen und ihr schaut euch das einfach an, weil ihr alle dumm seid. Was sagt ihr dafür? Eins in den Chat, wenn ihr wollt, dass ich jetzt auch noch anfange, meine Scheiße zu monetarisieren, Digga. Ja, ich würde sagen, wir warten mal ganz kurz auf die Resonanz des Chats. Also ich sag mal so, man kann auch so eine Art Kacke-Bundle abschließen. Das sind eine Menge Einsen, perfekt, danke dafür. Man kann so eine Art Kacke-Bundle abschließen und würde im Umkehrschluss bedeuten, dass man die Möglichkeit hat, so eine Flatrate für so 10 scheiße Bilder zu bekommen, wisst ihr? Arschgeile Idee, Bro, perfekt. Vielleicht sich mit einer App Geld verdienen lässt, aber das muss natürlich auch noch alles programmiert werden. Und das ist unfassbar viel. Marius Angeschrien meinte, das in einer Woche zu schaffen sei enorm ambitioniert. Vielen Dank übrigens an Marius dafür, dass er mir bei einem Bug geholfen hat, bei dem der Spieler so unschön geruckelt hat. Er hat mir in meinem letzten Video auch die Grundlagen der Musikproduktion gezeigt. Lass du alles einfach von Marius machen, bist du dumm, Thomas. Deswegen ich den Spielsoundtrack natürlich selbst mache. Ich schnappe mir Trommelsounds und ordne sie zu einem zugegeben sehr simplen Beat an, der aber perfekt zur Atmosphäre passt. Auf Bongo angelehnt. Oh, Digga, dieser Soundeffekt. Aber nicht schlecht, Digga, nicht schlecht. Respekt, Bro, Respekt. Hab ich nicht eigentlich gesagt, das soll kurz und prägnant sein? Los geht's. Wir machen eine Zeitreise und überspringen 4 16-Stunden Arbeitstage. Du musst auf die rechte Seite des Bildschirms klicken. Insane, man kann das einfach richtig gut schon spielen. Das ist echt heftig. Es ruckelt alles nicht mehr, die Bugs sind behoben. Man kann die App richtig flüssig spielen. Also wäre es halt eine App, die nicht so Noob gemacht hätte wie ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich schon hart stolz drauf bin. Ja, kann es doch sein, Digga. Es ist wild. Das ist wirklich echt ordentlich, Bro. Ich hingekriegt habe, ohne Vorkenntnisse. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich das Video schon mal im englischen Raum, glaube ich, gesehen habe. Aber trotzdem insane. Insane amount of work, Bro. Also wirklich einfach nur wild. Natürlich viel mehr Sachen vorgenommen, als ich jetzt. Dinoscape ist auch echt actually ein cooler Name. Wirklich umgesetzt habe. Und dann kann es endlich auch in den Play Store gehen. Hast du dich rasiert im Gesicht? Nee. Okay, 12.40 Uhr ist es soweit. Release erstellen. Let's go. Ein unerwarteter Fehler. Nachdem ich gestern ohnehin von morgens bis nachts gearbeitet habe, habe ich nochmal 15 Stunden ohne Schlaf weitergearbeitet bis 13 Uhr mittags. Das war im Zeitraum der Entwicklung von Dinoscape aber eher die Regel als die Ausnahme. Digga, aber in einer Woche, Mann, so geisteskrank Respekt dafür, man, Digga, das ist insane. Okay, das Ding ist oben. Hiermit ist die App offiziell. Ich weiß gar nicht, wieso ich so viel Energie habe. Es ist 12.40 Uhr, ich bin seit sonst was wach und ich bin... Ja, keine Worte mehr. Gute Nacht.
Google braucht nun ca. 7 Tage, um die App zu verifizieren. Dieses Video kommt allerdings in 5 Tagen online. Wenn Google nicht unerwartet schnell ist, war es das mit diesem Experiment. Doch das war erst die erste Hürde. Nach einer Mütze Schlaf widme ich mich dem Apple App Store. Es klappt nicht. Aufgrund eines Fehlers werde ich bei Apple auf die Blackliste gesetzt und... Aufgrund eines Fehlers, Bruder. Hä? Der Hentavirus, ihr den? Und kann mich nicht mehr anmelden. Selbst zahlreiche kontaktierte Apple-Mitarbeiter können es sich nicht erklären und empfehlen mir, einen neuen Account zu erstellen. Doch selbst nachdem ich es 2 Tage lang mit einem anderen echten Namen von Bekannten, einer anderen Handynummer oder sogar einem anderen PC und einem anderen Netzwerk versuche... Wenn das jetzt funktioniert. Digga, es geht ja immer noch nicht. Apple sperrt mich. Freitag. Schade, Thomas, Bro. Ein Tag... Thomas, Digga... Thomas hat einfach einen Bitcoin-Miner in die App reingehauen, euer Handy innerhalb von 5 Minuten leer. Tag vor Video-Upload und auch Google, mein letzter Hoffnungsschimmer, hat noch immer nicht meine App freigeschalten. Also, das Unmögliche ist passiert, das Game ist einfach im App Store. Hey, ist echt übel heftig, ich habe mich so gefreut. Wenn man jetzt in den Play Store geht, findet man jetzt Dinoscape und kann sich jetzt einmal runterladen. Süß. Einen Tag bevor das Video online kommt. Ihr Spielstand ist ja schon gespeichert, weil sie diese Test-APKs ja schon getestet hat. Und ähnlich wird auch euer Geld und euer Highscore gespeichert, wenn ich dann mal Updates rausbringe und mal andere coole Inhalte noch im Game kriegen kann. Also ich hätte die App nicht für umsonst gemacht. Ich hätte sie direkt für 100 Euro. Ich setze mich auch mal mit jemandem zusammen und mache innerhalb von einer Woche eine App. Also ich werde das ja nicht selber machen, weil ich es einfach nicht kann. Klar könnte ich das lernen, aber ganz ehrlich, wann habe ich mal eine Woche lang Zeit für irgendwas? Ich habe nicht mal seit 30 Monaten kein Wochenende mehr gehabt, PPG. Und ich werde einfach eine richtig widerliche Müll-App programmieren. Die kostet aber dann einfach 10er, Digga. Und die werdet ihr alle kaufen, so ein Ding ist es. Wenn ihr jetzt fleißig Smaragde sammelt, könnt ihr euch irgendwann aber von was kaufen, ne? Wäre so geil, wenn man mit den Smaragden einfach Dickpics von Thomas kaufen könnte. Ah! Du hast fast den Highscore geknackt. Mein Highscore ist einfach 480. Ah, da war ein Komet. Mann. Ja, okay, auf jeden Fall, mein Rekord ist 479. Wenn jemand von euch den ernsthaft knackt, dann schickt mir davon gerne ein Bild auf Instagram, dann bin ich mal gespannt. Der Erste, der ihn knackt, wird in der Story geschaut. Sau süß, aber wirklich. Also, mad respect, Thomas. Mad respect, Bro. So weiter und ich werde... Bin zu sehr damit beschäftigt, Content von anderen zu klauen. So ist es, Digga. Es gibt Leute, die arbeiten sehr, sehr... angestrengt und sehr, sehr kreativ. Und es gibt Leute, die arbeiten einfach nur sehr effizient. Und das bin ich. Ich kann Updates weiter programmieren. Tschüss. Bin so ein dummer Wichser, Alter. Das Ziel, mehrere Items und Dinos bereitzustellen, habe ich leider nicht geschafft. Genauso wenig, wie ich es geschafft habe, die App zu monetarisieren. Die App wird aber weiterentwickelt. Zum Beispiel heute 20 Uhr live auf Twitch. Und es wird einen zweiten Teil zu diesem Video geben, welches davon handelt, wie viel Geld ich mit der App verdiene und wer ist da, der Benjamin, Junge? Wie ich es bewerbe, auch nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch im englischsprachigen Raum. Wie viele Benjamins hat Thomas gemacht, Leute? Ich würde mich freuen, wenn ihr die App testet und mir eine ehrliche Bewertung da lasst. Auch wenn ich nicht alles geschafft habe, ich habe alles gegeben und in dieser kurzen Zeit ist wäre geisteskrank gut, kein wirklich. Bisschen mehr drin gewesen. Der Link zur App und allem, was noch in Zukunft geplant ist, ist in der Videobeschreibung. Wirklich, wirklich stark. Das erste Video aus unserer neuen Wohnung wurde übrigens unterstützt von meinem eigenen Schnittkurs. Damit lernt man ganz schnell alles, was man für das Schneiden von YouTube-Videos, Musikvideos sehr, oder sehr, braucht. Sehr, sehr geil, Digga. Sehr, 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 sehr nice. Check die App auf jeden Fall mal aus. Dickes Shoutout an dich, Bro. Kuss. Kuss auf dein Auge. Kuss, Samana. Kuss, Kuss. Kuss, Kuss, wie der Salat.